Aber irgendwelche Videospiele oder so für die PlayStation oder Ja, Nintendo? PlayStation habe ich hier unten. Ja, gut. Ah ja, ich guck mal kurz durch. Ja. Nehmen wir hier unten die Kiste als Mülleimer. Ja, kannst aber auch eine nehmen. Ich habe auch einen da genügend. Das kannst du hier unten. Und leuchten. Das sind von meinem Sohnemann noch. Ich weiß nicht, was er alles. Wir haben als Jugendliche auch alles kopiert. Ja, also wie es aussieht, sind die kopiert, genau. Ja. Was wollt ihr denn haben dafür? Was kosten die denn? Wollen sie die ganzen haben? Nein. Nee. Was kostet eine? Ja, ein Euro oder was? Ja. Ja, gut. Dann nehme ich die mit hier. Nein. Danke. Dankeschön. Morgen. Was wollt ihr für die Spiele haben? Ja, normalerweise würde ich das gerne alles zusammen verkaufen. Als Paket verkaufen. Okay, und die soll kosten? Also mitspielen hatte ich mir vorgestellt 85. Ist da irgendwas von Spielen dabei oder war es das? Nee, das war's. Das ja. Ja, vielleicht die beiden, ich meine, habt ihr noch genug Spiele zu verkaufen? Die würden mich schon interessieren. Müssen wir die nicht geben? Ja, ich bin 5er. Super. Ah, 4, dann bin ich dabei. Ah. Ja, 5er? Ja. Okay. Mach mal das. Das ist nett. Dafür reißt du dein Paket ja mehr oder weniger auch auseinander, ne? Richtig. Mit zwei Spielen. Nimm 5er, alles klar. Alles klar, danke. Ja, ich danke dir. Guten Morgen. Morgen. Was wollt ihr für die Konsole haben? So, was wollt ihr denn für die Konsole haben hier? Komplett das Ganze mit, ja, mit ja. Tablet. Ja, was wird's geben? Das ist Balance Board oder sowas, ne? Ja. Das habe ich schon, das brauche ich nicht. Wenn so, die ist eh komplett verkaufen. Auch mit dem, nur das Balance Board auch noch dabei? Das Balance Board auch noch dabei. Ja, okay. Dann sagen Sie mir mal was. Was denn? Und hier ist, hier, genau, für Aufnahmen. Und sonst irgendwas an Spielen dabei, oder? Was ist das? Da ja, zwei Stück in der Tüte, zwei, genau. Ja, mehr habe ich nicht mehr. Okay. Bitte? Nee, hab ich nicht. Handy auch nicht. Ja, ich habe den Kraftsache mit zu den auch verkaufen. Was denn? Den? Ja. Ja, aber da ist komischerweise kein Kabel. Ich habe kein Kabel dabei. Das kannst du. Aber ich kann es jetzt noch nicht tragen. Dann könnte ich das noch deponieren bei Ihnen. Ich zahle das jetzt für 10 Euro an. Deponiere das bei Ihnen. Und dann kommt kann das nachher holen. Ja, klar. Ja, Leute, heute das Pickup-Video mal auf die Schnelle. Bisschen kalt hier drin, Heizung ist ausgefallen, deswegen stehe ich hier mit Mütze. Aber sollte ja nicht weiter stören. Ja, bin heute Morgen auf dem Flohmarkt gewesen, habe ein paar Sachen mitnehmen können. Die Wii kann ich euch leider nicht zeigen, die ist schon an meinen Nachbarn gegangen. Der wollte die Wii haben, hab gesehen, die Wii hat mich gekostet 20 Euro. Konnte ich nicht verliegen lassen, hab die mitgenommen und da ich wusste, dass er eine sucht, hab ich ihn mir mitgebracht und ja, der kann jetzt fleißig mit der Wii spielen. Zudem gab es dann heute noch auf dem Flohmarkt 4 Wii-Spiele an einem Stand von der Frau. Sind allesamt Wrestling-Spiele, allesamt in einem guten Zustand. CDs sind
eigentlich kratzfrei. Ich habe nicht so viel Ahnung von Wrestling-Spielen, weiß aber, dass einige von euch die Wrestling-Spiele mögen. Wie gesagt, ich habe sie eingepackt. Wer sie haben will, einfach melden. Es ist einmal TNA Impact für die Wii. Dann haben wir einmal W13, W12, SmackDown vs. Raw 2011, habe ich letztens für die PlayStation schon gefunden, diesmal für die Wii. Tauschware, wer sie haben will, einfach melden. Haben mich jetzt 4 Euro gekostet, ich wollte 2 pro Stück. Ich habe gefragt, ob wir nicht 1 pro Stück machen können. Ich denke, für ein Wii-Spiel kann man da nicht viel verkehrt machen. Habe sie dann eingepackt. Nächster Stand auf dem Flohmarkt. Da gab es dann einmal die 3 Fragezeichen Kids. Das ist einmal die erste Box mit den ersten 3 Teilen. Neuwertiger Zustand. Einmal die zweite Box mit den nächsten 3 Teilen. Sieht genauso klasse aus. Dann haben wir einmal Sealed. DuckTales Teil 4, das Erdbeben der Jungbrunnen. Habe ich auch in euren Videos gesehen. Wem es fehlt, einfach mal melden. Einmal TKKG, Folge 25, die Stunde der schwarzen Maske. Auch das wird in euren Videos immer mal wieder besprochen. Ich kenne die Sachen nicht, habe sie heute wieder liegen sehen, habe sie dann eingepackt. Wer es braucht für seine Sammlung, einfach mal melden. Auch nochmal TKKG, das Geiseldrama, Folge 26. Alles zusammen hat mich jetzt 5 Euro gekostet. Im Großen und Ganzen denke ich mal, ganz in Ordnung. Dann ganz schnell was, hat nichts mit Videospielen zu tun. Ich mag Eric Clapton und ich habe seine Lieder super gerne auf der Gitarre nachgespielt. Also natürlich nicht wie Eric, aber ich habe es halt probiert. Hat auch ein Songbook und so weiter. Jetzt haben wir die Chronicles. Sehr coole Lieder drauf. Weil es auch mal gern genommen wird. Einmal ein Monopoly-Spiel. Leider nicht das, wo noch mit D-Mark bezahlt wird. Die sind natürlich sehr begehrt, aber ich glaube, dass man das auch nicht mehr sealed bekommt. Dieses Monopoly-Spiel ist sealed. Hat mich das Ganze 2 Euro gekostet, also auch dafür lasse ich das auf keinen Fall liegen. Dann habe ich mir noch was geholt aus einer Box. Alle DVDs da drin in der Box 1 Euro. Mir fiel natürlich dieser Film auf. Einmal Fight Club. Also wer den nicht kennt, ist auf jeden Fall ein gesellschaftskritischer Film. Wenn man mal genau reinhört und wenn man ihn vielleicht hier und da öfters mal geschaut hat, fallen einem immer noch ein paar mehr Dinge hier an dem Film auf. Also meiner Meinung nach ein Evergreen, obwohl der natürlich vom Thema her ziemlich krass ist. Aber also wer den nicht gesehen hat, unbedingt nachholen. Dann haben wir noch ein paar Kleinigkeiten bekommen. Also Kleinigkeiten. Einmal was für den Gary, falls er es haben möchte. Dragon Ball Movie. Weiß lieber Gary, einfach melden, wenn du es brauchst. Ja, ist eine DVD. Film ist kratzfrei, wenn es in deine Sammlung passt, wenn es dir fehlt, wenn du es reinstellen möchtest, melde dich einfach. Dann schicke ich dir das Ding zu. Du weißt Bescheid. So, dann noch 2 Sachen, die habe ich zum Glück auch filmen können heute Morgen auf dem Flohmarkt. Und zwar ist es einmal für die PlayStation 3. Silent Hill, Downpour. Ich habe es noch nicht gespielt, ich habe es letztens schon mal mitgenommen. Interessiert mich auf jeden Fall der Titel, nur da muss man in Stimmung für sein. Das ist Silent Hill, das ist ja alles recht krank. Und ja, wie gesagt, da muss man in Stimmung für sein. Das kann man nicht einfach mal so einlegen und dann den Tag über denken, oh, ich habe heute Abend nochmal Bock zu zocken, na, dann zocke ich Silent Hill. Das kann einen nicht den Tag über begleiten. Also spezieller Titel, den ich da mal einlegen werde. Wie gesagt, ich habe mir jetzt doppelt, kommt in die Tauschkiste. Und wieder mal eine HD-Trilogie gefunden nach Metal Gear Solid und dem Devil May Cry, was ich mir besorgt hatte bei eBay. Habe ich jetzt einmal die Hitman HD-Trilogie
bekommen auf dem Flohmarkt. Super Fund auf dem Flohmarkt. Für die beiden Spiele zusammen, für die beiden PS3-Spiele hier, Silent Hill und Hitman, habe ich ganze 5 Euro bezahlt. Der Herr wollte eigentlich seine PlayStation nur komplett abgeben mit allen Spielen, aber der hatte wirklich so einen ganzen Stack da stehen. Ich habe mir die zwei rausgefischt und habe gefragt, hey, kannst du mir die beiden nicht geben? Hast ja noch genug zu verkaufen. Und ja, er meinte 5 Euro für beide. Ich habe nochmal gefragt, vielleicht hätte man was machen können. Ich habe gesagt, gibt es auch 4? Und er sagte, oh nee, auf keinen Fall. Naja, ich war natürlich sofort einverstanden, habe 5 gegeben und gut. Damit war es das mit meinen Flohmarktfunden von heute. Morgen geht es nochmal auf den großen Flohmarkt. Heute war ich nur auf 2 Flohmärkten, weil mein Auto ein bisschen rumgezickt hat. Ich bin heute Morgen losgefahren. Ich habe gemerkt, so, der zieht irgendwie nicht richtig. Ich bin überhaupt kein Autoexperte. Ich habe da gar keine Ahnung. Bin aber heute Morgen dann um 7:30 schon bei der Autowerkstatt gewesen. Und die hatten natürlich noch zu. Habe dann um 9 Uhr meinen Wagen abgegeben und musste ihn jetzt heute Mittag abholen. Und insofern hatte ich heute nicht so viel Zeit für Trödelmarkt. Trotzdem war ich sehr zufrieden mit meinen Funden. Die Tauschkiste wird voller, also meldet euch mal, wenn ihr was braucht, wenn ihr von den Artikeln was haben möchtet. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall morgen wieder. Morgen ist ein dicker, fetter Riesenflohmarkt. Und ich habe den einen oder anderen mal angeschrieben, wer Lust hat, mit mir hinzufahren und in der Nähe von Krefeld und so weiter wohnt. Anrufen, einladen, ein Auto und dann geht's ab zum Riesenflohmarkt. Und dann schauen wir, dass wir da ordentlich was kriegen. Vielleicht können wir ein paar schöne Videos machen. Vielleicht können wir Artikel tauschen und so. Ihr wisst, Leute, ich habe total Bock drauf. Je mehr Leute hingehen, je mehr sich austauschen, umso eher kriegt jeder das zusammen, was er gerne haben möchte. Okay? In dem Sinne würde ich sagen, schönes Wochenende. Wir sehen uns morgen. Beziehungsweise schöner Samstag. Wir sehen uns morgen. Und ja, bis dahin.